Glück auf, ihr Räuber! Robert Outdoor hier. Und heute mit einer neuen Folge Besser noch ein Messer. Und zwar ein Besser noch ein Messer Spezial. Besser noch ein Messer. Oh yeah. Yo, let's do this. Besser noch ein Messer. Gerade haben wir ja das Task C ganz kurz reingehalten, was ich schon mal vorgestellt habe. Dazu kommt jetzt ein etwas ähnliches Messer, finde ich. Also nicht nur von der Grundform her, wegen es mal hier hochziehen, sondern es hat auch eine Menge Gemeinsamkeiten, was Größe und Verarbeitung, Griff, Materialien etc. angeht. Das Task C packen wir mal an die Seite. Genau. Und wir packen mal aus. Wie heißt es? Ist das T4000C. Das C steht für kompakt. Das C steht für Gefahr. Das C steht für kompakt, weil das eine kleine Klinge hat. Das gibt es nochmal als T4000S. Das hat dann eine größere Klinge. Ja. Aber ich wollte das gerne mit dieser kleinen Tanto-Klinge haben. Die ist, glaube ich, nur 10,4, 10,5 cm. Und das liegt schön in der Hand. Ist ein sexy Teil, wie alle. Ja, also da, wie gesagt, da kommt der Vorpremgriff wirklich in seiner kompletten Entfaltung zur Geltung, weil das ist einfach, wenn so ein Ding mal in der Hand gehabt hat, der weiß sofort, was ich meine. Das Ding sitzt wie, das saugt sich fast an die Haut an. Das ist also ein Material, das kann man vielleicht vergleichen von der Oberfläche her, wie der Name ja auch schon sagt, irgendwie mit Neopren. Das fühlt sich fast an wie so eine gummiartige Beschichtung, hat aber nicht diese Nachteile, die Gummi oder Neopren mit sich bringen würde, nämlich, dass es sich schnell abnutzt, dass Kratzer reinkommen, dass es sich auflöst, fleddert oder sich kleine Fasern bilden. Es ist zwar irgendwie ein harter Griff, also man kann das auch nicht eindrücken, aber er fühlt sich irgendwie trotzdem so geschmeidig weich an. Ja, auf jeden Fall. Das ist ungefähr so wie ein weiches, warmes Weichholz, so wenn man das so in der Hand hat. Wenn man so ein Messer so längere Zeit so in der Hand gehabt hat. Schwanz mit einem Pariser drüber. Ja, ähnlich. Da hat der Schwanz mit einem Pariser drüber. Obwohl der nicht ganz so hart wäre wahrscheinlich. Da kommt drauf an. Ja, und das fand ich auch sofort, also ich mag Tanto-Klingen und das war mal wieder eine, die mich angelacht hat und gerufen hat, bitte adoptiere mich. Ja, das ist auf jeden Fall wirklich ein tolles Teil. Schön. Auch hier die Scheide, massives Cordura hinten mit Molle drauf irgendwie. Die Druckknöpfe sind auch top verarbeitet. Ja. Allein die Scheide, wie dick die ist, also das ist schon mal wirklich ein Kracher, finde ich. Und auch hier wieder innen drin diese seitlichen Schaumstoffeinlagen, die verhindern, dass die Klinge sich hier dran stumpf schabt. Und also sieht auch einfach schick aus. Und vor allem vorne noch Wolle-Schlaufen dran. Ja. Finde ich halt auch immer gut, dass man da noch Zubehör irgendwie ansetzen kann, wie zum Beispiel... Bei dem Setlands ist das. Ja, genau. Das zeigen wir gleich dann direkt danach. Das zeigen wir gleich nochmal danach direkt. Da gibt es halt immer bei Extrema Ratio diese kleinen Zubehörtaschen, die man auch untereinander einfach mal tauschen kann. Ja. Das finde ich auch bei dem Brau ganz, ganz cool. Weil ich mag eigentlich dieses Desert-Farbton ganz gerne und kann dann da auch immer die Messer einfach tauschen. Ja, ja, das gefällt mir auch ganz gut. Theoretisch wäre es ja auch möglich, zum Beispiel so Sachen wie bei dem Mamba mit diesen Mollehalterungen, die da dran sind. Das hat ja hier diese kleinen Mollehalterungen, dass man die zum Beispiel hier vorne draufsetzt. Wäre natürlich schwachsinnig und unnötig, aber es geht. Ja, es wird gehen. Besser noch ein Messer. Mhm. So sieht's aus. Und dann legen wir das mal hier hin. Damit man sich das schön anschauen kann. Man sieht schon hier vorne, ein bisschen ungewöhnlich im Vergleich zu den restlichen, die wir gerade gezeigt haben. Ein bisschen. Das ist das, wie heißt es? Das ist das BFO in HCR, so heißt der HR... Nee, HCR. HCR, das ist der Farbton. Der Farbton, genau. Das ist der kleinste Folder von Extrema Ratio, hat halt hier diesen... Frontliner, ein Frontflipper. Frontflipper, das ist halt, und ich fand das ganz sexy, weil das erinnert einen so ein bisschen an so ein Rasiermesser. Stimmt. Ja. Ne? Also das ist auch nicht irgendwie so zum Ausschmeißen, man kann es wirklich schön mit einer Hand öffnen, rastet schön ein, wackelt auch nichts dran. Ja. Und ist halt der kleinste Folder, den man von Extrema Ratio bekommen kann. 5,5 cm Klingenlänge. Und ich bin eigentlich nicht so der Folder-Fan, aber ich habe mir gedacht, so ein kleines, was man halt immer auch für den täglichen Gebrauch in der Tasche haben kann, ja, ist das ganz...
Ja, ist natürlich dann, da muss man darauf hinweisen, die Problematik, ja, ja, 42a konform ist das Ganze natürlich nicht. Das ist einhändig verriegelbar und da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, ich habe bei meinem letzten Video, wo ich die drei legalen Spider-Cos vorgestellt habe, das Video hieß Klein, Leicht und Legal und da waren halt ganz viele Leute, die geschrieben haben, nein, das ist nicht legal, da ist ein Daumenloch zum Öffnen, irgendwie darum geht es nicht. Es geht nicht bei Messern um einhändiges Öffnen, es geht, und das steht im Gesetzestext auch ganz explizit beschrieben, um einhändig verriegelbare Messer. Das heißt, ein Daumenloch ist bei einem Slipjoint vollkommen in Ordnung. Wenn es dann aber verriegelt werden kann, ist das nicht mehr in Ordnung. Andersrum kann es auch sein, dass es überhaupt kein Daumenloch hat, aber dafür verriegelbar ist, dann ist es trotzdem nicht erlaubt. Also da muss man sich schon genau informieren. Das Messer fällt definitiv unter Paragraph 42a ja, ja, auf gar keinen Fall mit sich führen in der Öffentlichkeit, nur wenn man eine Sondergenehmigung besitzt oder aber wenn man sich auf privatem Grund befindet. Privaten und wir Grund. Tragen diese Sachen natürlich immer nur auf privatem Grund. Ja. Und da uns eigentlich die ganze Welt gehört, Nein. Also ich habe auch die Messer, als ich jetzt hier hingekommen bin, in einer verschließbaren Alu-Box mit hier hingebracht, ja, um damit überhaupt erstmal gar nicht in irgendwelche Schwulitäten zu kommen, dass mir irgendeiner irgendwas wegnehmen möchte. Ja, du sahst aus gerade wie ein Geldbote irgendwie von so einem Geldtransporter mit so einer silbernen Kiste mit zwei Vorhängeschlössern dran. Wenn ich den Typen, den Tätowierten mit so einer Kiste hier rumlaufen, dann würde ich erst recht kontrollieren. Aber wie gesagt, ist halt gesetzeskonform, die Dinger sind verschlossen, du hast sie verschlossen transportiert im Kofferraum in einer abgeschlossenen Kiste, die extra dafür ja, für dich. Du hast geeignet. Die extra dafür ausgewählt, halt, ja, irgendwie. Ja, ja. Da sind nur Messer drin und nicht irgendein anderer Firlefanz. Da kann einem also keiner was. Wie gesagt, die Regelungen sind da. Ob man die gut findet oder nicht, mag dahingestellt sein. Ich finde manches übertrieben, manches finde ich überflüssig, anderes nicht nachvollziehbar. Aber wie das immer so ist bei Gesetzen, in Deutschland können wir eigentlich noch ganz froh sein, dass wir solche Gesetze haben. Wie das aussieht in Ländern wie den USA, wo man bei Walmart 9mm Munition kaufen konnte bis vor ein paar Jahren noch oder mal eben auf dem Krabbeltisch irgendwelche Sprengsätze liegen hat oder so. Da bin ich ganz froh, dass das hier nicht so ist. Gerade in der Ecke, wo ich hier wohne, wäre das sehr ungünstig, wenn jeder alles dabei haben dürfte. Und irgendwo muss man halt auch Grenzen ziehen. Und es gibt einfach Messer, die unter die Regelung fallen. Da kannst du mir nicht erzählen, dass die zum Schnitzen hergestellt worden sind. Auf keinen Fall. Ja, wenn du mit einem extremer Ratio Dobermann am Gürtel hier durch die Nordstadt läufst. Obwohl das ist jetzt so, das ist das eher angelehnt an so ein Seemannsmesser, finde ich. Ja, na klar. Aber da der Hafen hier ein bisschen weiter weg ist, irgendwie. Du weißt aber, was ich meine. Ja, nein, ist klar. Ich finde die Gesetze teilweise vollkommen in Ordnung. Manches ist mir auch zu hart und zu übertrieben. Aber wir haben hier mit Skandinavien zusammen schon ziemlich krasse Gesetze, was die Entwürfe angeht. Und auch die Umsetzung. Bei manchen Sachen ist es wirklich gerechtfertigt. Ja. Wiederum, einer, der mit so einem Messer, egal wie groß, wie schwer oder wie klein und feststellbar oder nicht, Schindluder treiben will, der macht das sowieso. Absolut. Ne? Absolut. Ja. Aber es sind Gesetze, wir halten uns einfach dran und kriegen auch keine Probleme. So sieht's aus, genau. Das Messerchen, das hieß jetzt BFO. BFO oder BF0, das ist halt der kleinste. BF steht für Basic Folder und 0 oder O ist für die kleinste Größe. Echt schön. Was da ein bisschen tricky ist, finde ich, ist der Liner-Lock, der in der Mitte drin ist. Der ist dann doch ein bisschen sehr versteckt. Da muss man wirklich mit dem Fingernagel reingehen und sehr, sehr vorsichtig sein. Leicht zuklappen, dann die Finger wegnehmen und dann erst komplett schließen. Also das ist wirklich nichts für mal eben aus der Tasche rumflicken, auf und zu machen. Das ist kein Paramilitary 2 oder sowas, sondern das ist wirklich ein schönes, kleines, handliches Kartonschnitzer-Messerchen. Ja. Sowas. Ja, was man eigentlich gut für den täglichen Gebrauch, bis auf dem, dass man es halt so öffnen kann. Ja, Klingenlänge hattest du schon gesagt. 5,5 cm. Gesamtlänge wird so bei 11, 12 liegen, denke ich mal. Ich schau mal eben kurz. Ich habe mir hier so ein paar kleine. Die Gesamtlänge ist 140 mm. Die Griffschalen sind hier aus Nylon. Also es ist. Das ist ein Nylon-Griff. Okay, krass. Danach fühlt es sich nicht an. Es fühlt sich metallähnlich an schon fast. Ne? Also dann mit Hochdruck gepresstes Nylon. Ja, ja. Das ist schon richtig cool. Der Clip finde ich auch sehr gut. Ist ein sehr kurzer Paperclip. Irgendwie. Ja. Ist der umsetzbar? Ist umsetzbar auf beide Seiten. Sehr schön. Also nicht Tip-up, Tip-down, sondern für Rechts- oder Linksträger irgendwie. Rechts- oder haltet doch die Presse. Für Rechts- oder Linkshänder kann man das dann wechseln. Das finde ich auf jeden Fall schon mal ganz wichtig. Nochmal. Und so wie es jetzt angebracht ist, also man kann es also nur Tipp abtragen und das finde ich eigentlich auch am besten. Ich verstehe den Sinn bei Tipp-Down-Trageweisen nicht ganz irgendwie, also so leuchtet es mir schon ein, man zieht so raus und kann es dann auch so öffnen. Ich lege es nochmal hier kurz hin, dass man es nochmal von oben sehen kann in all seiner Pracht. Ja, sehr schön. Sag mir mal einen Preis dazu, Herr Doktor. Das ist 83 Euro. Oh, 83 zweistellig? Euro. Das hätte ich nicht gedacht.
Das ist ja selten bei denen. Ja, ist doch auch das günstigste, was man bei denen bekommen kann. Finde ich aber schön. 83 Euro, dann bestelle ich mir das auch gleich. 83 Euro und dann halt die nächstgrößeren, die sind dann auch noch, es gibt noch eins, das nächstgrößte ist glaube ich auch noch unter 100, aber dann geht es halt alles über 100 Euro weiter. Sehr cool. Sehr schön. Okay, ich habe einen leichten Ständer, muss ich sagen. Das war wirklich gut, weil cooles Zeug dabei. Extrema Ratio habe ich bei vielen Sachen natürlich nur im Katalog gesehen. Jetzt hat der Doktor mal seine Sammlung hier mitgebracht, sodass ich die auch mal befingern konnte. Ja, du kanntest auch noch gar nicht alle, ne? Nee, auf gar keinen Fall. Also wir haben uns ja jetzt auch langere Zeit nicht gesehen irgendwie. Und auch jetzt ist ja natürlich immer schwierig mit so ein Haushaltsregelung und sowas und eine Person zusätzlich. Und da halten wir uns ja auch dran. Deswegen habe ich auch bei den letzten Reaction-Videos immer entweder den Badger oder Ecki hier gehabt. Das wäre natürlich total toll gewesen, das mal mit mehreren Leuten zu kommentieren. Das wird aber alles kommen irgendwie, wenn die Zeiten wieder besser werden und man sich wieder ganz normal sehen und besuchen kann. Und dann gehen wir natürlich auch wieder raus. Das ist nämlich das nächste Thema. Viele Leute schreiben so, kommt jetzt nur noch Videos von zu Hause. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, es grassiert hier so eine Krankheit bei uns in der Gegend. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Wir können momentan nicht rausgehen oder zumindest nur ganz eingeschränkt rausgehen. Im Laufe der nächsten Zeit, oder vielleicht ist das dann sogar schon ausgestrahlt, kommt noch ein Video von mir mit Malibu Stacy zusammen, wo wir im Schnee unterwegs waren. Das sind dann mal so Einzelaktionen, die man sich mal leisten kann. Aber ansonsten ist es im Moment einfach ein bisschen schwierig. Ja, ich habe da noch ein bisschen was gedreht im Lager, ein bisschen Lagerbau. Ich habe den Beckert-Bungalow weitergebaut. Da ist der Atti auch einmal mit bei. Ja, das ist auch noch in der Warteschleife hier. Genau. Also wie gesagt, es kommt noch einiges hinterher. Wer ansonsten gerne mal wissen möchte, was sonst so abgeht, irgendwie, der kann vielleicht auch mal meinen privaten Kanal abonnieren, Sascha Bisley. Da habe ich Videos, die überhaupt nichts mit Bushcraft zu tun haben. Wer dann mal so ein bisschen gerne privates Leben von mir mitkriegen will, ein bisschen Filmarbeit, ein bisschen Arbeit mit dem ZDF oder meine Lesungen von früher oder so, der kann da gerne mal drauf gehen. Irgendwie ist ein kleiner Kanal mit so knapp 3000 Abonnenten oder so mittlerweile. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal drauf geht und da auch mal ein Abo hinterlasst. Ansonsten verlinke ich natürlich alles in der Infobox. Herr Doktor, es war mir eine Ehre. Bis zum nächsten Mal. Ja. Schaltet auch wieder ein, wenn es beim nächsten Mal heißt, besser noch ein Messer. Glück auf. Glück auf.